Murdered Soul Suspect Folge 15 müsste sein. Glaube ich zumindest. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Habe ich jetzt einfach mal so gesagt. Wir gehen nochmal zurück zu Joy. So rum war es. Joy. Und schauen mal, ob sie uns was zu sagen hat. Was Neues von Sophia? Wir haben ja die. Nein, ich habe sie noch nicht erwischt. Warum redest du dann mit mir? Entschuldigung. Aber die Dämonen haben wir ja. Nein, nicht jetzt. Nein. Nicht jetzt. Du. Mein Aufnahmeprogramm hing gerade ein bisschen hinterher. So. Ich muss ein bisschen etwas zugestehen. Ich hatte, war schon hier in der Passage eigentlich schon gewesen. Hat das auch schon aufgenommen gehabt. Und dann irgendwann plötzlich fing natürlich wieder an, mein Telefon zu klingeln, wie es immer so ist. Mitten in der Aufnahme oder im Stream. Ihr kennt das ja. Aber soll mich jetzt nicht daran hindern, dass ich hier euch trotzdem ein einwandfreies Let's Play liefere. So. Dann schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, waren wir jetzt hier? Nee, das war glaube ich auch schon in der Aufnahme. Komm schon, Mann. Kann doch nicht so schwer sein. Wessen Idee war das? Das wird nicht gut ausgehen. Das mag sein. Wenigstens gibt's dann später was zu erzählen. So viel Spaß hatte ich noch nie. Ihr solltet euch was schämen. Ihr solltet euch wirklich was schämen. Da liegt was zum Aufdecken, aber da kommen wir nicht hin. Also zumindest noch nicht. Also wird es wahrscheinlich auf dem Friedhof auch wieder was geben. Was war das? Ein Licht. Das ist weißes Licht. Was macht es? Es leuchtet weiß. Ich bin erleuchtet. okay. Sieht aus, er kann gar kein Leuchtturm sein. Sophia. Okay. Und jetzt wissen wir natürlich auch, warum Joy nicht so gerne auf dem Friedhof ist und dass sie mit ihm redet. Mit unserem, egal. So. Was machst du da? Ich weiß nicht, was das werden soll, aber... Endlich wurde auch Zeit, dass Sie jemanden schicken. Hören Sie, ich glaube, Sie verwechseln mich. Auf wen warten Sie denn? Ach, wer soll sich um diesen Ort kümmern? Sehen Sie sich doch mal um. Das sind nicht nur Steine. Es sind Andenken. Auch wenn sich sonst niemand darum schert, ich weigere mich, meins zerfallen zu lassen. Vergessen zu werden. Okay, dann viel Erfolg. Ach, sieht das für Sie okay aus? Ja, passt schon. Bis auf, dass da nicht draufsteht, wer das ist. Okay, mach's gut. So, was wollte ich gesagt haben? Ich hab's vergessen. Wir befinden uns hier im ältesten Teil des Friedhofs, der um 1660 gegründet wurde. Mhm. War das vor oder nach der Prinzessin? Oh, gute Frage. Haben das alle gehört? Diese junge Dame hat gerade gefragt, ob das vor oder nach den berühmten Prozessen war. Es ist tatsächlich einige Jahrzehnte zuvor passiert. Die so friedlich. Aber mit diesen Leuten sind furchtbare Dinge geschehen. Sie mir also bitte folgen? Den Teil mögen Sie wohl sehr. Mhm. Es gibt hier so viel mehr als Hexen. Wahrscheinlich Schandtaten, über die man nicht spricht. So eine kurze Führung. Tja, ist ja auch schon spät. Warum traten hier so viele Erkrankungen auf? Ob es da drin wirklich spukt? Es lief mir kalt den Rücken runter. War das ein Geist? Ja, das bin ich. Ich bin der Geist, der auf die Brille scheißt. So, was haben wir hier? Hallo? Lass ihn in Ruhe, hast du ein Problem? Lass sie in Ruhe. Na komm, Alter. Lass die arme Frau in Ruhe. Arme Frau? Ha! Sie und ihr Reporter-Team haben mich in die Todeszelle gebracht. Sekunde mal. Das, was du getan hast, hat dich da reingebracht, nicht sie. Oh, bitte. Ohne sie hätten sie es nie rausgefunden. Du hättest den Stolz in ihren Augen sehen sollen, als sie mir den Sack über den Kopf zogen und mich mit Chemikalien vollpumpten. Sie tut gern so, als mache es ihr nichts aus, als sei sie stärker.
Aber ich weiß, dass es das tut. Ich kann es sehen, wenn sie schläft. Willst du sie für den Rest ihres Lebens heimsuchen? Nein, ich warte auf ihren Tod. Und ich will einen Sitz in der ersten Reihe. Dann werden wir eine kleine Unterhaltung führen. Aber eine kleine Unterhaltung nur. Sie hat sich das selbst zuzuschreiben. Sie hat sich das selbst zuzuschreiben. Und genau an dieser Stelle klingelte dann mein Telefon. Ja, und somit ist quasi jetzt wieder alles neu für mich auch. Und das leuchtende Licht, ist auch nur super deutsch. Das Licht, was geleuchtet hat, sehen wir von hier aus aber nicht. Also zumindest nicht, dass ich wüsste. Und bitte kein, nein, bitte keine Irrenanstalten oder sowas, bitte nicht. Ich möchte nicht. So. Quarantäne. Okay, die haben Quarantänezonen hier eingerichtet anscheinend, früher. Wen haben wir denn da? Schönen guten Tag, ich hätte gern Zimmer. Dr. Trotters Befunde. Okay, ist das Dr. Trotter? Es geht nichts über ein gutes Buch. Wessen Hand ist das? Welche Hand? Ach da. Okay. Es geht nicht über ein gutes Buch, würde ich jetzt mal behaupten. Es geht nichts über ein gutes Buch. Psst, nicht jetzt. Ich kann jetzt nicht. Sehen Sie nicht, dass ich beschäftigt bin? Entschuldigung. Na schön, dann sehe ich mich allein etwas um. Fassen Sie nichts an. Wenn Sie es unbedingt wissen müssen, ich stehe kurz vor dem Durchbruch. Alles fügt sich zusammen. Nehmen Sie es nicht persönlich, aber diese Medizinbücher scheinen überholt. Glaub nicht, dass Sie darin irgendwas Neues entdecken. Warum sollte ich das, wenn es so viele alte Dinge zu entdecken gibt? Ich frage Sie, wissen Sie, was die älteste bekannte Krankheit ist? Natürlich nicht. Also sage ich es Ihnen, der Tod. Und jede Kultur der Welt hat ein Buch zu dem Thema. Für gewöhnlich verschollen, für gewöhnlich tabu. Ich habe mein Leben der Entwirrung der Mysterien des Todes gewidmet. Ich bin nah dran, aber es fehlt noch etwas. Manche Dinge bleiben besser verschollen. Lassen Sie mich in Ruhe arbeiten. Ja, ist ja gut. Ich würde gerne wissen, wem die Hand gehört, aber wir dürfen ja leider nicht mehr fragen. Ich finde, das wird so ein bisschen, diese Ego-Perspektive wäre das auch cool gewesen. Aber ich finde, so ein bisschen wird die vernachlässigt im Spiel, weil ich denke, man läuft ja sowieso nur die ganze Zeit so rum. Man kann ja leider in der Ego-Perspektive nicht rumlaufen. Das wäre so cool. Man kann auch nichts machen. Ne, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ja, Hinweise. Immer wieder, wenn ich das Spiel neu starte, bekomme ich immer wieder die neuen Hinweise. Das ist so lächerlich. Das ist auch ein kleiner Nachteil des Spiels. Wen haben wir denn da? Hallo? Was war das für ein Ort? Warum sind die Leute krank? Woran sind diese Leute erkrankt? Ich glaube, es ist Gelbfieber. Ich habe die Schwestern darüber reden hören. Etwas über die Leute, die am Panama-Kanal arbeiten. Sie müssen es mitgebracht haben. Bitte, ich kann hier nicht sterben. Sie werden mich für seine Experimente benutzen. Experimente? Was redest du da? Das war ein Lazarett. Sie wollten dir helfen. Verstehen Sie nicht? Das war eine Quarantäne. Es kommt keine Hilfe. Nur der Tod. Okay. Ich bin zu müde zum Kämpfen. Das wird wahrscheinlich vorne der Kerl sein mit seiner Hand, der Experimente durchführt. So, können wir hier durchgehen? Nein, okay. Aber wir können nach oben gehen. Da hinten stehen auch noch welche, aber da kamen wir. Kommen wir da hin? Ich schaue nochmal eben. Ne, da kamen wir nicht durch, ne? Ne. Aber da hinten scheinen auch welche zu stehen. Die werden wir wahrscheinlich gleich noch treffen. Müssen wir mal gucken. So. Hallo, meine Freunde. Huch, habe ich mich jetzt erschrocken.
Alter Schwede. Hey, ich bin auf deiner Seite. Ich will dir nur ein paar Fragen stellen. Hör auf damit. Genau. Oh. Warum kann sich jeder bescheuerte Geist außer mir teleportieren? Ich muss rausfinden, wie das funktioniert. Teleportieren. Halte L1 gedrückt, um eine Zielmarkierung anzuzeigen. Bewege die Markierung mit dem rechten Stick. Lasse L1 los, um zu teleportieren. Jetzt können wir natürlich auch an... ja... Orte gelangen, wo wir vorher nicht hinkommen. Das ist natürlich cool. Das ist natürlich sehr geil. Das heißt, wir können auch da unten hin. Jawohl. Das ist natürlich cool. Verlangen, ja, kennen wir schon. So, neues Rosentattoo. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ein neues Tattoo an Ronan. Es ist nett, dass dieses nicht mit Verbrechen oder Gewalt zu tun hat. Es ist tatsächlich für mich. Oder für unsere, für uns. Zwei verschlungene Rosen direkt über sein Herzen. Ich schätze, er plant, dass unsere Beziehung ewig hält. Etwas verrückt, dass er es über das Tattoo seiner Eltern hat stechen lassen. So. Oh. Ist es nicht der Kerl von links, Salem da, der da stand? Hilfe! Der hier fantasiert wieder. Ich fürchte, er hat gleich wieder einen Anfall. Einen Anfall? Beruhigen Sie ihn so gut es geht. Seine inneren Organe versagen. Er hat nicht mehr viel Zeit. Weißt du, Bernhard, nachdem was mir der Doktor gerade da erzählt hat, habe ich gar keinen Bock mehr, deinen Pullover für dich zu stricken. So. Du kannst abkratzen. Nein. Ich kann jetzt nicht reden. Sehen Sie nicht, dass der Mann leidet? Keiner von uns hat viel Zeit. Ja, ist ja gut. Du. Ich frage mich gerade, ob wir dann doch lieber erstmal zurückgehen. Geister können sich durch Lücken und Objekte teleportieren. Ja, das stimmt. Das würde ich gerne... das würde ich gerne in der Stadt ausprobieren. Wo sind wir denn jetzt? Waren wir hier schon mal? Boah, ich würde gerne in der Stadt die ganzen Sachen aufdecken nochmal. Und natürlich, an Orte gelangen, wo wir vorher nicht hingekommen sind. Ich schaue mich hier mal ein bisschen um, ob hier vielleicht was ist. Dumm-di-dumm, ich schaue mich um. Dumm-di-dumm-di-dumm, ich schaue mich um. Ach, guck mal einer an. Ja, noch mehr Elf zum Aufdecken. Habe ich ganz vergessen, den Haarkranz, den gibt's nämlich hier, habe ich einen schon gefunden gehabt in der vorigen Aufnahme, wie mir das Programm abgeschmiert ist, oder beziehungsweise mein Telefon geklingelt hatte. So, hier ist aber soweit eigentlich nichts mehr. Das heißt, wir könnten eigentlich auch hier hochgehen. Das gibt dann wieder neue Möglichkeiten im Spiel, das heißt, ich habe immer so ein bisschen Angst, dass ich alles verpasse. Eigentlich. Okay, hier geht's aber nicht lang. Kommen wir da drüben hin? So. Na, supi. Da vielleicht? Sicher ist sicher. Ah, guck mal einer an. So, ein weiteres Tattoo auf seinen Rücken. Eine weitere Frau, aber zum Glück eine abstrakte. Justitia mit der Waage, aber ohne die Augenbinde. Ich frage mich, was sie bedeutet. Und zum ersten Mal sagte er, er wollte nicht darüber reden. Ich kann nur annehmen, er hat einen traumatischen Gerechtigkeit-ist-nicht-blind-Moment. Vielleicht öffnet er sich später. Hoffen wir das mal. Wer hustet denn da? Ach, das ist der eine, der im Bett liegt, ne? Nimm mal ein paar Husttabletten, dann geht's auch. So. Das mit dem Teleportieren ist voll cool. Da kommen wir viel, viel schneller voran. Was war das? Achso, das war die Lampe unten, ne? Und hier standen wir gerade, die ist dann rüber geswitcht. Okay. Ah! Oh. Hier ist wieder der Arzt, ne? Genau. Das heißt, ich werde jetzt mit der neuen Fähigkeit... Komme ich raus? Ja, komme ich, ne? Wunderbar.
Das heißt, ich werde mit der neuen Fähigkeit einfach mal zurückgehen. In der Hoffnung, dass ich zurückkomme. Lalalalalalalala. Dass ich mich überall hin teleportieren kann. Geht weg. Hier könnte man auch rüber, oder? Tatsache. Aber will ich das? Das ist mir alles so ein bisschen suspekt, ob ich hier überall was finde und... Okay, scheint nicht zu sein. Das gibt einen irgendwie eine gewisse Freiheit mit dem Teleportieren. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist irgendwie total geil, aber man müsste noch so eine Anzeige haben, dass man das nicht zu häufig verbraucht. Da komme ich natürlich nicht hin. Da drüben auch nicht. Ach, guck einer an. Sehr schön. Noch 10 mehr zum Aufdecken. Moin, Jungs. Seid ihr immer noch nicht fertig mit der Tür? Vielleicht sollte mal den Schlüsseldienst rufen. Ich meine, er wird sich auch wundern, warum ihr auf dem Friedhof seid, aber naja, gut. Können wir hier noch was aufdecken? Nicht, dass wir hier irgendwas liegen lassen, verpassen oder so. Okay, ich glaube eher nicht. Ich finde es ein bisschen schade, dass das Spiel dann nicht gesagt hat, du musst erstmal jetzt herausfinden, wie das mit dem Teleportieren funktioniert, weil er sagte das ja auch. Aber nein, da kriegst du einfach eine Anzeige, blub, und ja, schon kannst du teleportieren. Finde ich ein bisschen schade, dass es dann so zackig dann auch ging. Komme ich hier rein? Huch! Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, dadurch kann ich nicht laufen. Was bringt mir das denn dann? Ist da irgendwas Besonderes drin? Nö. Okay. Anscheinend nicht. Nur ein Mausoleum, ein leeres. Den Wald mal ein bisschen genauer absuchen. Ich sehe schon die Kommentare unter dem Video. Guck mal hinten links, hinter dem Baum, da liegt was. Lalalala. Bitte was? Lässt einen die Wärme des Reviers vermissen, was? Deine geheime Besorgung war eine Taschenlampe? Sei still. Das hat man eigentlich schon gesehen, ne? Und wir reden nicht miteinander, klar? Eigentlich hatten wir das schon gesehen. Ich bin der Meinung, das hatten wir schon gesehen. Und hier müssen wir ein paar Hinweise finden. Jetzt finde ich nochmal kurze Hinweise. Hier war die Leiche. Oh, wo ist die Leiche hin? Okay, das ist dann anscheinend doch gespeichert worden, aber... Ziemlich sicher, dass es am Ufer war. Okay, die Leiche ist auch komischerweise verschwunden jetzt und die ganzen Hinweise sind weg. Aber der Text, der Dialog kommt nochmal wieder. Verstehe ich irgendwie nicht ganz. Ja, wie gesagt, ich möchte doch nochmal erstmal zurück in die Stadt, um die ganzen Sachen da aufzuklären, weil ich weiß nicht, ob wir später nochmal zurückkommen werden. Ich komme voran. Kann jetzt nicht aufhören. Toll. Super. Nicht jetzt! Mann, verdammt. Wer ist das? Geh weg. Wieso komme ich da nicht rüber? Ah, doch. Guck mal einer an. Noch 9 zum Aufdecken der Geschichte. Wir gehen mal hier weiter, dem Ufer entlang. Wir haben erfahren, dass das Mädchen den Ufer entlang geschwemmt worden ist. In der Hoffnung auf Hinweise. So. Rauchender Ronan. Die Sargnägel bringen Ronan noch in ein früheres Grab. Ich weiß, er genießt es, aber heute konfrontiere ich ihn damit. So. Ich sagte ihm, wenn er vorhat, bis ins hohe Alter mit mir zusammenzuleben, dann gibt es diesen verdammten Dinger auf. Er meinte, er hat einiges für mich aufgegeben und das müsste reichen. Nicht gerade die sensibelste Antwort. Aber Ronan ist Ronan und ich glaube, er ist nie davon gegangen, ein hohes Alter zu erreichen. Nicht mit dem Leben, das er lebt.
konfrontiert. War das richtig? Weiß ich nicht. Egal. Egal, mein Gott. So. Ich hoffe natürlich, dass wir immer noch weit zurückkommen, nochmal in die Stadt Salem, dass wir da nochmal ein bisschen ein paar Sachen nochmal entdecken können. Ja, denk dran, du kannst dich teleportieren. Ich weiß, durch Lücken. Achso, aber nicht durch Gitter. Ja, natürlich. Ist hier eine Lücke irgendwo? Hier ist aber keine Lücke. Denk daran, du kannst dich durch Lücken. Wieso kann ich denn. Achso. Kleinen Moment. Ich schau nochmal eben. Komme ich da drüben irgendwo? Nee. Der Hinweis war ja eigentlich nicht umsonst, ne? Aber hier ist ja keine Lücke. Der Zaun, der wackelt auch extrem hier. Kann ich hier irgendwie drauf? Nee. Okay, merkwürdig. Ist schon... Aber Geister können nicht schwimmen, das ist schon mal super. Ja, ich würde sagen, das mysteriöse Rätsel um diese Tür, wie wir da durchkommen, verschieben wir auf die nächste Folge und ihr schaltet dann wieder spannend ein, wenn es wieder heißt Murder Soul Suspect und ihr seid dann wieder mit dabei. Also macht's gut, tschüss!